Hallöchen, meine liebe Bella und hallo alle anderen Zuschauer. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forest Village. Und ja, wir haben anscheinend ein bisschen zu viel Essen, weil jetzt wird mir die ganze Zeit unten links angezeigt, Gebäude ist voll, Gebäude ist voll. Jetzt habe ich euch mal erlaubt, Gemüse und Fleisch zu essen. Ja, weil sonst kriegen wir hier das Gemüse nicht mehr in die Scheunen. Das ist ein Problem werden sonst. So, und Flachs wird jetzt auch schon abgeerntet. Finde ich gut, 75 Flachs. Warte mal, ich brauche die Schneiderei. Der braucht 6 Flachs und 3 Leder für eine Kleidung. Okay, dann werden wir jetzt einen Schneider einsetzen. Und ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, wer es ist. So, und der tapfere Schneider ist... Bella! Okay, das finde ich cool. Bella ist das tapfere Schneiderlein geworden. Solange sie halt noch am Leben ist, versteht sich. Falls ihr was hört, während ich spreche. Ja, da ist irgendwie ein LKW draußen. Der muss jetzt unbedingt auch Lärm machen. Kleine Unterbrechung, Freunde, das stört mich jetzt doch irgendwie. So, sorry für die Unterbrechung, Freunde, aber... Da ist so ein LKW-Fahrer, der weiß anscheinend nicht wohin und meint, er müsse seinen Motor anlassen. Ganz ehrlich, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss und ich brauche Hilfe, mache ich den Motor aus derweil und frage die Leute um Hilfe im Laden oder die vorbeigehen. Die werden schon irgendwie helfen. Da dass er die ganze Zeit deinen Motor laufen lässt, weißt du? Ja, seine Firma muss ja Spritgeld haben, ey. So. Wir werden jetzt schon, glaube ich, die ersten Klamotten geschnibbelt. Das finde ich super. Frische Klamotten, saubere Klamotten für unsere Leute. Das ist doch herrlich. Ich war auch schon überlegen, ob ich noch eine Scheune baue. Aber wir sparen ja jetzt auf unser großes Ziel, den Hafen. Deswegen ist es schon in Ordnung, dass ihr Fleisch und Gemüse kriegt. Dann werdet ihr wenigstens beides ein bisschen abwiegen. Also Flachs und Leder wurde sich schon geholt. Dauert 2,3 Minuten. Das Kind Heaven ist älter geworden, kann jetzt mit der Arbeit anfangen. Okay, Heaven ist aber dem Heaven-Namen, wo ist denn Heaven? Bleib mal ganz kurz stehen, Heaven. Das ist natürlich wieder ein Mädchen. Okay. Ich glaube, ich weiß, wen ich hier nehme. Zombie-Fee. Zombie-Fee, du bist jetzt offiziell auch hier im Baroyana heimisch. Bist zwar noch ein kleines Mädchen, hast einen Spielplatz zum Spielen. Ich hoffe, du nutzt den auch. Ansonsten muss ich dich mal direkt essen zum Haus. Nee, komm. Machst jetzt nicht. Du gehst jetzt wie ein normales Kind auch immer durchs Feld rein und gehst zum Spielplatz hier. Und ich würde mal sagen, du vergnügst dich. Kann ich es nicht machen? Kann ich nicht mal schaukeln und sagen, hey, du sollst schaukeln? Ey, das ist jetzt Beschiss. Okay, vielleicht tust du es ja. Nein, sie will nicht. Okay, sie will nicht schaukeln. Isst. Ja, okay, dann lasse ich sie mal essen. Ich würde auch nicht gestört werden wollen, wenn ich gerade am Essen bin.
So, wie sieht's denn aus? Strohtechnisch haben wir 192. Reicht. Stein. Na, Stein müssen wir noch machen. Ich glaube, ich habe hier schon Steinsammeln angeordnet, oder? Ja, vorsichtshalber schauen wir mal hier, ob hier noch Stein irgendwie zu holen ist. Mit Sicherheit. Wow, vier. Das wird's bringen. Okay, schauen wir mal. Ich beschleunige mal auf. Och nö. Moment, wo ist die Karte hin? Ach, der ist da ganz oben rechts. Ich lasse auch mal auf zweimal. Wieder ein bescheuerter Tornado, ey. Warum sind es eigentlich. Okay, ich bin ja nur zufrieden, wenn es nur Tornados sind, aber warum nur Tornados? Die lassen uns auch nicht in Ruhe, die Tornados, wa? Der kann uns noch gefährlich werden. Dauert aber noch, bis er so ganz runterkommt. So uns ganz. Oh Mann, mir ging diese Tornados so auf die Nerven, ey. Ich hätte diese Naturkatastrophen ausgestellt lassen sollen. Ich meine, okay, es ist realistisch. Man ist an der Küste, man lebt auf einer Insel. Da kann es schon mal passieren, dass ein Tornado kommt oder ein Blizzard oder ein Tsunami oder sowas in der Richtung. Aber ganze Zeit Tornados, die ätzen echt langsam. Oh Mann, ey. Aber gut. Wir haben den letzten Tornado überlebt, also werden wir diesen Tornado auch überleben. Oh, was ist mit Feuerholz? Was? 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 Ja, okay, ich mache jetzt nochmal 500. Dann sind jetzt sonst langweilen sich die Feuerholzmacher. Was ist hier? Ja, komm, dann mache ich auf. Erhöhe ich auf 7000. Aber um noch eine Scheune drumherum werden wir nicht kommen, Freunde. Wir werden definitiv noch mal eine bauen müssen. Ich finde es auch schade, dass man nichts bauen kann, dass das gegen den Tornado hilft, weißt? Ich meine, was willst du großartig schon gegen den Tornado bauen? Der kommt wieder gefährlich. Der wird definitiv wieder durch unser Dorf gehen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wie lange braucht denn die Schneiderin? Bella, was ist denn. Oh, da, es werden schon Klamotten genommen. Schaut mal. Drei Kleidung haben wir. Gott sei Dank, jetzt kriegen die Leute mal frische Klamotten. Ich würde so lachen, wenn die dreckigen Klamotten auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Weil da sich schon Läuse gebildet haben und ähnliches und Zecken und weiß ich alles. Flöhe und so. Ah, dieser. Bescheidene Tornado, bleib bloß unserem Dorf weg, ich sag's da. Jetzt müssen wir sowieso wieder aufpassen, nicht, dass wir jetzt wieder vom Blitz irgendwer getroffen wird. Das Dorf, das Gebäude natürlich. Aber ich glaube, 500 Brennholz, das müsste ja eigentlich reichen. Ich sehe jetzt aber auch nicht gerade, was gesammelt wird oben. Wir brauchen ja bloß jetzt noch Stein ganz viel. Warte mal, ich kann ja mal kurz grob mal sagen, ich mache mal hier Pause
und grob mal sagen, hey, ist das schön, dass ihr noch weiter das und das absammelt. Aber wir brauchen jetzt erstmal hier. Ich mache jetzt einfach mal ganz willkürlich hier so. Ich meine, okay, Holz sollen sie noch sammeln, aber kein Stroh mehr oder sowas in der Richtung. Sondern ihr sollt Stein sammeln. So, ich hoffe mal, das hilft. Das sieht schon wieder so brennt, das sieht schon wieder so aus, als würde er wirklich durch unser Dorf wieder kommen, der Tornado. Aber ich glaube, Menschen tötet er nicht, er beschädigt nur Gebäude, glaube ich. Oh Mann, hey. Ich mag die überhaupt nicht. Ja, der kommt genau wieder in unsere Richtung. Das siehst du doch jetzt schon ganz deutlich. Oh Mann, hey. Dann drückt mir mal alle ganz fest den Daumen, dass der nicht so viel Schaden macht oder hoffentlich auch kein Dorf, wenn er tötet. Sonst müssen die Leute wieder für Nachwuchs sorgen. Und die Folge geht ausnahmsweise mal länger, weil ich mal kurz unterbrechen musste, wegen einem netten, talentierten, sympathischen LKW-Fahrer. Ich habe das Gefühl, die sammeln erst gerade Holz noch. Weil ich ja noch keine Spitzhacken hauen. Schläge, wenn ich ehrlich bin. Haben wir eigentlich auch Sammler? Nur so, by the way. Ja, 3 Stück. Okay. Kann ich die Priorität hier irgendwie von Sammeln her? Ja, die Priorität hat gefehlt. Ich sage, hey, macht es mal Stein, das ist wichtiger als das doofe Holz da. Der Tornado ist ganz nach unten gewandert. Gott sei Dank. Uff. Bin ich froh. Ich sag mal, jetzt bringt mal hier die Ernte ein hier. Bevor ich das Ganze hier verwelkt. Gott, bin ich froh, ey. Und wenn jetzt dann das ganze Material da ist, dann ganz ehrlich, wir haben fast 500 Brennholz. Ja, das überstehen wir dann schon nicht im Winter noch. Und das jetzt schon 0 Grad ist. Ja, komm, dann dürft ihr Brennholz nutzen. Bei 0 Grad ist nicht warm. Und jetzt wieder Schneefall, ohne dass wir den sehen, natürlich ein bisschen. Hat er wieder was nachgeladen. Wie viel Stein brauchen wir denn insgesamt? 390. Das dauert noch ein bisschen. Aber gut, jetzt haben wir wieder Winter. Jetzt sind wir so alle wieder beschäftigt mit Sammeln. Weil,
Kleiner, wie gesagt, nochmal ein kleiner Info von euch, was ihr jetzt erstmal in dieser Folge reingeschaltet habt, was und die Frage habt, wer Gärtner sind jetzt so los, Brox, das tust du wieder wegziehen. Nee, keine Sorge, sobald es Winter ist und dieses Schneeflockensymbol ist, sind sie zwar noch Gärtner, aber sie statt dass sie jetzt hier versuchen zu gärtnern, sammeln die mit. Das ist das Gute dran. Okay, 306 Stein haben wir jetzt schon. Wie viele Klamotten werden wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit ausgetauscht? Ja, null. Aber sie kriegen wenigstens frische Klamotten. Also das ist schon gut. Das ist sauber. Aktuell haben wir 19 Gebäude sogar. Angeblich. Fehlt wahrscheinlich alles mit die Laternen, die Vogelscheuchen und so weiter. Und wer weiß, vielleicht kann man schon noch in dieser Folge noch schon wenigstens ja das grüne Licht geben für den Hafen. Machen wir jetzt wieder ein bisschen schneller. Ich hoffe, es erfriert keiner, weil Brennholz dürfen sie jetzt nutzen, haben ja auch reichlich jetzt. Sie dürfen vom Gemüse und vom Fleisch essen. Das ist auch mal was Gutes. Herrlich. Ich bin gerade echt mega happy. Dass das alles jetzt so gut klappt, hey. OBS macht auch mit, das finde ich super. Ich gehe sogar so weit, Freunde, dass ich jetzt mal sage, liebe Holzhacker, ihr habt jetzt erstmal Urlaub. Ihr dürft jetzt auch mit sammeln gehen. So. Oh, 400 Steine schon. Langsam mit den jungen Pferden. Das heißt, wir haben uns jetzt unsere Baumaterialien gehabt. Nochmal kontrollieren. Holz genügend, ja. Stein genügend, ja. Erze genügend, ja. Stroh genügend. Da würde ich mal sagen, dann machen wir mal das Go fürs Bauen. Da werde ich aber zwei Leute dran bauen lassen. Ich hoffe, ich habe so gut positioniert, dass man auch hinkommt. Nicht, dass ich noch irgendwie einen Zaun oder eine Brücke hinbauen muss. Dann wird es nämlich ein bisschen kompliziert. So, meine Freunde, dann sage ich aber an dieser Stelle mal mit dem grünen Licht für den Hafen. Dankeschön wieder fürs Zuschauen. Und ihr wisst, was ihr machen müsst, damit ihr nichts mehr verpasst. Richtig, gefälligst die Glocke zu aktivieren, kleine Süße. Und mir ein Abo dazulassen. Dann verpasst ihr auch überhaupt rein gar nichts mehr. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Euer Holi. Tschüss.